Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und heute soll es einmal um die wichtigste Sache im Amazon Advertising gehen. Denn ich habe vor kurzem eine Umfrage gestartet in meiner Facebook-Community und echt viele haben teilgenommen, also danke auch nochmal dafür. Dort konntet ihr all eure Fragen loswerden und mir ist danach aufgefallen, okay, viele dieser Fragen, also wie kann ich meine Kosten minimieren, wie kann ich das optimieren, wie kann ich meine Keywords hinterlegen, wie viele Keywords, wie viele nicht und so weiter, die kann man mit ein und derselben Antwort beantworten. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, mache ich dazu mal ein Video. Was ist die wichtigste Sache im Advertising? Relevanz, ja. Ihr könnt nur Produkte targetieren, Keywords targetieren, Kategorien targetieren, die relevant sind, sonst werdet ihr keinen Erfolg haben, ja. Es gibt tausende Stellschrauben im Advertising, aber das ist wirklich das Wichtigste überhaupt. Denn wenn wir irrelevant schalten, dann haben wir schlechte Klickraten, wir haben schlechte Konversionsraten. Wozu führt das? Wir geben Geld umsonst aus, wir verbrennen Geld und wir zeigen dem Amazon-Algorithmus, wir sind nicht relevant für den Kunden, ja? Wir sind nicht relevant für ein bestimmtes Keyword, für eine bestimmte Suchanfrage und dementsprechend werden wir für dieses Keyword auch nicht gut gerankt. Das heißt, Leute, die irrelevant schalten, in anderen Worten, die nicht schalten können, die werden auch im organischen Ranking dann durchgereicht. Ja, was ist jetzt Relevanz? Viele Leute werden sagen, hey Tom, Relevanz ist eine scheiß Antwort, denn Relevanz ist ja relativ. Deswegen so ein kleiner Hack. Überlege dir bei jedem Keyword, bei jeder Kategorie, bei jeder Asin, die du hinterlegst oder auf die du Werbung schalten möchtest, der Kunde, der dieses Problem hat und dieses Keyword deswegen eingibt oder dieses Produkt gesucht hat, ist meine Problemlösung, mein Buch für sein Problem relevant? Und das lässt sich natürlich so ein bisschen auch kategorisieren. Also es gibt wahrscheinlich Sachen, die etwas relevanter sind als andere. Beispiel, jemand gibt oben ein veganes Kochbuch und du hast jetzt ein veganes Kochbuch am Start. Dann ist das zu 100% relevant. Wenn er jetzt eingibt Gemüsekochbuch, dann gibt es sicherlich Schnittmengen, aber es ist nicht mehr zu 100% relevant, sondern vielleicht zu 80%. Wenn jetzt jemand eingibt gesundes Kochbuch, dann bist du wahrscheinlich immer noch ein Stück weit relevant, aber vielleicht nur noch 50% relevant. Und wenn jetzt jemand nur noch Kochbuch eingibt, weil er allgemein ein Kochbuch sucht, bist du wahrscheinlich nur noch zu 10% relevant. Wenn jemand eingibt Fleischrezepte, bist du zu 0% relevant. So, das musst du erstmal verstanden haben. Und ich würde dir den Tipp geben, gerade Anfängern erstmal schmaler zu schalten. Das heißt, wirklich nur noch Keywords aufzunehmen oder Kategorien aufzunehmen, bei denen du wirklich relevant bist. Ja, nicht die, wo du 10% oder 50% relevant bist, sondern wirklich nur 80, 90 oder 100%. Denn dafür sorgst du, dass du erstmal siehst, okay, funktioniert mein Buch überhaupt bei den Anzeigen? Ja, es könnte ja nämlich auch sein, dass du zwar richtig und relevant schaltest, aber dein Buch einfach zu schlecht ist und du deswegen nicht profitabel bist. Deswegen am Anfang wirklich zielgenau, relevant schalten, schauen, okay, konvertiert das Ganze, wie sind meine Klickraten, Konversionsraten und wenn das funktioniert, ja, dann kannst du immer noch breiter schalten und noch irrelevantere Sachen mit aufnehmen, die natürlich immer noch eine bestimmte Relevanz haben, aber nicht mehr ganz so krass wie am Anfang. Ich hoffe, ich konnte dir damit wieder weiterhelfen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, euer Tom.